Herzlich willkommen zu einem kleinen Soundcheck bzw. Mic-Check. Nachdem ich jetzt hier mein neues Mikrofon am Stativ habe, mit einem Popkiller davor, höchst professionell. Ja, ich wollte einfach mal gucken, wie das so klingt auf YouTube und allgemein. Deswegen hier so ein kleines Testvideo in dem Spiel RuneSpell, die Ouvertüre. Und das ist nicht mehr als so ein kleines Poker-Kampf-Rollenspiel, mehr oder weniger. Also so ein kleines Rollenspiel mit dem Kampfsystem von Solitär meets Poker. Denn wir müssen hier quasi ja, so Pokerblätter bilden. Und je besser das Blatt, desto mehr Schaden kriegt der Gegner, wenn ich ihn angreife. Und ja, dann spielen wir einfach mal eine Runde. Und ich bin gerade perplex, was ich rüberziehen soll, weil mein Blatt sieht so scheiße aus. Also man kann auch vom Gegner rüberziehen. Das ist kein Problem. Allerdings drehen sich dann nicht die Karten um, wie wenn man von sich selber welche benutzt. Kann ich das gleich zeigen? Das kann ich bestimmt gleich zeigen. Oder er wird es euch zeigen, der Computergegner. Ja gut, ich bin fertig. Ja, das Spiel schon mehrere Male durchgezockt und ich werde kein Let's Play davon machen. Und ich werde es nochmal durchzocken müssen. Oha. So, ein paar Herzen. Wieder eine 3. Und ihr seht, die Karten, wenn ich sie bei mir umdrehe, dann werden sie sofort wieder umgedreht. Bei ihm nicht. So, hier eine 4-Ruf. Und hier seht ihr die HP. Die Zornpunkte quasi, oder wie haben sie es hier genannt? Ich weiß es nicht mehr. Hier sind passive Sachen, die mir normalerweise hat man nur 100 HP und nur, ich glaube, 50 oder 70 von diesen Zornpunkten. Die laden sich auf, wenn man Angriffe macht oder wenn man Schaden bekommt. Hier halt, wie, wenn das sich dreht, dann ist man dran, genauso wie wenn es bei ihm sich dreht. Anzahl der Züge, die man auch durch bestimmte Spells noch erhöhen kann. Hier kann man sich so, also noch ordentlich Spells reinlegen. Und hier ist eine Hilfe, wenn man nicht weiß, wie die Pokerblätter gehen. Und hier kann man flüchten, aber das will man ja nicht. So, jetzt klaue ich mir erstmal so eine 10, weil ich bin übelst der Royal Flush Fan. Also, das passiert auch ziemlich oft, dass ich einen zusammenkriege. Nur diesmal werde ich wahrscheinlich keinen zusammenkriegen, weil er nur so wenig HP hat. Und ja, die Zornpunkte sind hauptsächlich dazu da, aktive Fähigkeiten hier auszuführen. Von denen ich jetzt am Anfang des Spiels, weil es der erste Kampf ist, noch nichts habe. So, zack. Was machen wir denn mal? Ah, komm, machen wir hier einen Flash zu. Er hat ja nur so wenig HP und er hat nicht mal Fähigkeiten, also wird das nicht annähernd gefährlich. So. Jetzt habe ich natürlich keine Herzen mehr. Das ist scheiße. Wie machen wir das denn nun? Im Moment ist ja, liegt hier durch. Ich leg mir einfach mal ein paar Flushes zusammen. Und dann soll das auch schon reichen. Zwei Attacken und dann ist er weg. Oh, ich habe hier fast sogar einen Royal Flush. Mir fehlt nur noch eine Herzdame. Wäre natürlich perfekt. In diesem Video, eben in dem Testvideo, wo ich vergessen habe, mein Mikrofon einzuschalten, ist es natürlich passiert, da habe ich gleich im zweiten Turn sozusagen einen Royal Flush gemacht. Aber hier. Ich habe auch nicht mal ein Kreuz noch. Und nicht mal. Ah, doch, hier ein Herz. Aber mein Turn ist eh zu Ende. Aua! Tut doch weh. So, jetzt habe ich beides. Und jetzt beende ich die Runde. Bam! Ja, ich denke, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Aber eigentlich war es ja auch eher nur so ein Testvideo für mein neues Audio-Equipment. Deswegen gebt mir ein bisschen Feedback, wie ihr sozusagen die neue Audioqualität findet. Schreibt mir einfach in die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Vier-Video heute oder morgen noch wieder. Also, bis dann.